Kingdoms Reborn im Early Access Let's Play. Hallo Leute, ich bin Dennis. Ja, wir sind wieder hier mit unserer kleinen, aber feinen Mittelalterstadt. In diesem Civilization meets Anno Strategiespiel, Aufbaustrategiespiel. Und ja, wir haben es schon geschafft, knapp 30 Einwohner anzuhäufen. Wir haben schon eine ganze Menge gehandelt. Aber wir stehen natürlich noch ganz am Anfang. Wir hatten in den ersten Folgen hier ein bisschen das Problem, dass die Speicherstände nicht gingen. Die scheinen jetzt aber erstmal zu funktionieren. Also jetzt, ich konnte jetzt das Spiel ganz einfach laden. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Und es gibt auf jeden Fall aktuell genug zu essen hier im Dorf. Nur nicht genug Holz. Da müsste man sicherlich mal was tun. Die Förster haben aktuell so ein bisschen das Problem, dass die Bäume nicht schnell genug wachsen. Die brauchen relativ lange. Dann können wir ja vielleicht, um mal ein bisschen Holz zu kommen, hier nochmal ein paar Bäume einfach manuell fällen. Was haben wir denn hier so? Steel equal population use town hall. Okay. Also es gibt ja immer diese Karten. Wir könnten jetzt hier mal nochmal so eine Snatch-Karte uns kaufen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und noch eine Fishing Lodge. Zack. Wir haben zwar schon zwei, aber dann haben wir halt drei. Demnächst, dann kaufen wir uns hier noch so ein Gebiet am Strand, vielleicht das hier, und holen uns dann noch eine Fishing Lodge. Was ist das hier eigentlich? Das sind irgendwelche Crates, also irgendwelche Kisten, die sind aber außerhalb meines Gebiets. Die kann ich jetzt so noch nicht einsammeln. Okay, genau, das mit dem Steinbruch, das hat letztes Mal irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Das noch nicht richtig gemacht. Hat er mir dann gesagt, kein Lager in der Nähe oder zu weit entfernt. Weiß ich nicht so genau, was das Problem ist. Kostet aber auch 100 Holz. Und ich habe ja gerade gar kein Holz. Es kostet alles ziemlich viel Holz hier. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Builders, Laborers? Also ich habe noch ein paar Leute, die noch nicht assigned sind zu irgendwas. Das ist grundsätzlich gut. Ich überlege, ob wir vielleicht mal noch ein Wohnhaus uns irgendwo hinstellen hier. Hier zum Beispiel. Das kostet zwar auch Holz, aber dann haben wir mehr Arbeiter. Und das ist ja grundsätzlich, glaube ich, nicht verkehrt. So. Mal gucken, wann das Spiel so richtig zu so einer Art Anno wird, wann man globalere Entscheidungen treffen muss. Noch trifft man sich ja nicht so richtig doll mit seinen Konkurrenten hier. Warum habe ich denn jetzt keine Bäume mehr? Achso, ich habe die Bäume alle... Achso, weil ich im Baumenü war. Man kann die Bäume ja auch manuell irgendwie hier abschalten. High Trees, Steuerung T. Also kleiner Hinweis, ne, ist hier versteckt. Man kann die Bäume abschalten. Man kann sich auch die Fruchtbarkeiten anzeigen lassen. Von den Gebieten. Wie gern die Leute irgendwo wohnen, also zum Beispiel hier bei der Industrie, also bei den Gewerken, hier Förster und Köhler und so, da wohnen die Leute nicht so gerne. Also da gibt es noch so ein paar kleine Informationen, ist die Frage, wozu man sie braucht. Ich klaue mir jetzt mal 25 Gold, das hat sich nicht gelohnt. Also jetzt am Anfang lohnen sich diese Snatch-Karten, glaube ich, noch nicht so doll, weil zumindest wenn man sie auf jemanden anwendet, der nicht so besonders viele Einwohner hat. Weil die ja, glaube ich, entsprechend der Einwohnerzahl man sich da irgendwie Geld besorgt. Und wenn da keiner wohnt, dann kriege ich da, also wenn da nur irgendwie 15 Leute wohnen, kriege ich halt auch nur entsprechend viel Geld. Also sollte man sich die vielleicht für später aufheben, weil ich habe ja auch 50 Goldstücke oder Taler oder was auch immer auch ausgeben müssen, um die Karte überhaupt zu bekommen, soweit ich mich erinnere. Was gibt's denn, was macht man denn im Immigration Office? Also da kommen neue Arbeiter an. Man könnte jetzt Stein investieren, damit das effizienter wird. Das mache ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das was bringt. Die Taverne, wo war denn nochmal mein Marktplatz? Ach da. Handeln. Wovon haben wir denn viel? Wir haben viele Orangen. Ich könnte mir den Köhler auch mal abstellen, weil der irgendwie mein ganzes Geld verbraucht. Die Sau.
So, wir können ja mal 100 Orangen verkaufen. Zack. Wir müssen ja auch mal hier diesen Trade-Auftrag erfüllen. Und ich würde jetzt mal den Köhler, kann man den irgendwie pausieren oder so? Nicht so richtig, ne? Ist jetzt keine Möglichkeit, dem einfach zu sagen, du arbeitest jetzt mal nicht. Doch, ich kann sagen, da soll einfach keiner. Was ist das hier? So. Also ich kann ihm einfach sagen, da darf jetzt keiner arbeiten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil dann verbrennen die mir auch nicht mehr die ganzen, das ganze Holz. Ach ja, der Köhler, den gibt es ja hier auch noch. Von mir aus darf ich nicht, genau. Also ich habe jetzt den Potter freigeschaltet, also den Zauberer, der jetzt hier in der Stadt was. Nein, Quatsch. Ich habe natürlich den ja, Keramikmacher freigeschaltet. Kann ich jetzt zwar bauen, das Gebäude, das bringt mir nicht viel, weil ich. Achso, die brauchen auch Holz für die Mushrooms, sehe ich gerade. Weil ich gerade keinen Platz hier habe, um noch eine Lehmgrube freizuschalten. Irgendwie sind die alle ganz schön beschäftigt hier, die Kollegen. Schaffen es nicht mal hier, den Weg zu Ende zu bauen. Verdammt. Baut den Weg. Wenn jetzt die Köhler nicht mehr die ganze Zeit das ganze Holz verbrauchen, dann wäre es ja ganz schön. Dann könnte man ja mal wieder ein bisschen Holz ansammeln. Genug Kohle haben wir ja eigentlich erstmal. Gibt es noch eine andere Möglichkeit zu sagen, dass die Leute gerade nicht da arbeiten sollen? Warte mal, Population, Income. Also ich kann jetzt nicht hier irgendwo einfach so einen typischen Pause-Knopf drücken bei den Gebäuden, wie es bei Anno zum Beispiel gibt. Kann hier irgendwie. Ach doch, das ist der Pause-Knopf, oder? Verstehe ich das richtig? Hier dieser rote. Ich kann priorisieren, genau, oder pausieren. Aha. So, machen wir aber jetzt hier mal Pause und beim Köhler setzen wir auch wieder mehr Leute ein und machen aber eine Pause an. Sehr schön. Storage ist full. Dann müssen wir mal wieder was verkaufen. Achso, ich darf nur so und so oft was verkaufen. Das ist natürlich blöd. Trade Offer. Ich kann ja mal. Wovon habe ich viel? Leder. Sell when above 200. Und bei Leder auch, wenn ich mehr als 300 habe. Und bei Orangen auch, wenn ich mehr als 300 habe. Dann können die alle verkauft werden. Confirm. So, dann gucken wir mal. Vielleicht geht ja ein bisschen was weg. Vielleicht will ja jemand was kaufen. So, jetzt sammelt sich ja auch mal wieder ein bisschen Holz an. Das ist super. Dann arbeiten auch die Mushroom Farms. Wir haben jetzt auch genug Mushrooms. Ah, sehr schön. Was können wir denn dann jetzt machen? Dann lasst uns doch jetzt mal gucken, dass wir Furniture. Das kostet dann auch Holz. Dann machen wir jetzt mal hier die Quarry. Wie heißt das? Den Steinbruch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das hier an dem Felsen sozusagen oder ob es noch irgendwie einen richtigen Ort gibt dafür, wo ich den bauen kann. Must face the mountain. Achso, also das funktioniert jetzt hier schon. So, wenn ich das jetzt hier baue, dann ist der am Berg. Der Berg ruft. Dann bauen wir noch ein Statistikbüro. Können wir uns mal ein paar Statistiken angucken. Das ist ja auch nicht so schlecht, oder? Würde ich mal sagen. Das baue ich hier hin. Okay, wir haben das Immigration Office, das arbeitet richtig gut. Das holt uns hier Migranten ran. Jetzt sind wir schon 32 Leute, also mehr passen, glaube ich, auch in unsere Häuser nicht rein. 4, 8, 9 Häuser, 9 mal 4, das ist. Ja, nee, da passen sogar noch ein paar, also ein paar, bisschen Platz habe ich noch. 4 waren in meinem Haus, ne? Ja. Ah, ist der Clay Pit leider weg. Sell Food, Sell Half, City Food. Ne, das ist doch auch doof. Food Gatherer.
Einmal neu auswürfeln, Trading Port. Das brauche ich alles nicht. Weg damit. Ich habe noch genug Gebäude, die ich noch bauen muss. Aber irgendwie... Ja, jetzt kann ich mal wieder traden hier. Nice. 200. Boom. Das läuft. So, dann haben wir schon mal eine ganze Menge... Was? Nein, ich will doch die verkaufen. Achso, ich hätte minus 200 eingeben müssen, natürlich. Also ich habe das Gefühl, ich sammle etwas zu viele Früchte. Aber das ist okay. So, dann verkaufen wir jetzt erstmal das. Dann haben wir wieder... Haben wir hier unseren Trade-Auftrag geschafft. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade bekommen habe als Preis, aber... War mir jetzt nicht so 100% klar. Ist das hier Overview, Graph? Es wird alles immer besser. Das ist das einzig Wichtige, dass es immer besser wird. Es gibt noch irgendwie so eine Influence, irgend so einen Influence-Wert, also Einflusswert. Den habe ich jetzt aber noch nicht entdeckt, wie ich den steigere oder was da ist. Achso, hier ist diese Companies Act. Trade Fees for Trading Companies. Dann können wir die ja mal hier reinladen. Global Slotcast, achso, die muss in Town Halls abgelegt werden. Achso, die kann ich ja eigentlich auch wieder rausnehmen hier. Nee. Und dafür die reinmachen, genau. Weil die bringt mir nur was, wenn ich mehr als zwei Trade Companies habe. Ich habe aber nur eine, also bringt mir das nichts. Muss kurz mal gucken. Kohle sieht immer noch okay aus, alles in Ordnung. Der Winter naht übrigens. Der Winter naht. Winter's coming. Es ist auch schon wieder irgendwie einer gestorben hier von meinen Leuten. Ich baue jetzt mal noch ein bisschen mehr Lagerplatz, weil das scheint ja hier so ein bisschen das Dauerproblem zu sein, dass wir nicht genug Storage haben. Das nervt ein bisschen. Da sieht man, dass ich zu viel Versorgung habe für die Einwohner, was wiederum bedeutet, ich sollte eigentlich mehr Wohnhäuser bauen. Ja, das ist ja immer... Ah, endlich eine Karawane, da kann ich aber nur 80 traden. Dann sollte ich aber die Sachen traden, die ich herstelle, die am meisten Geld bringen. Also zum Beispiel Orangen nicht, Mushrooms könnte man nehmen. Wood bringt auch mehr, krass. Naja, aber dann nehmen wir doch das hier, oder? So. Ja, ist nicht viel, aber dann haben wir zumindest mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen Fleisch verkauft vom Jäger. Also das war jetzt wild, was wir verkauft haben. Ich könnte ja mal gucken, dass ich mir ein neues Gebiet kaufe. Vielleicht noch dieses Strandgebiet hier. Tap. Auch noch eine Provinz mehr. Nice. Wuhu! Wir haben die... Achso, wir haben die Kisten jetzt durchsucht und kriegen dann was dafür. Wir kriegen 100 Holz. Das kann ich sehr gut gebrauchen. 200 Eisenerz oder 80 Töpfer waren. Ich nehme jetzt das Holz. Ich weiß, wahrscheinlich dumm. Wahrscheinlich ist es, die Töpfer fahren mehr wert. So, aber das 100 Holz kann ich sehr gut gebrauchen, weil wir immer zu wenig Holz haben. Was gibt es denn Neues Schönes? Furniture Shop habe ich schon. Könnte ich eigentlich auch mal bauen, ne? Trading Post. Buy wood. Half of your treasury. Krass. Also ich könnte jetzt 800 hier ausgeben für Holz. Das wäre eine ganze Menge. Muss aber nicht sein, unbedingt. Ja, diese Bonuskarten sind mir noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Ich kann jetzt hier... Was ist das jetzt hier? Einzelne... Worauf kann ich das anwenden? Cannot be used on this building. Auf welches denn aber? Auf den Fruit Gatherer zum Beispiel. Okay. Ist ja lustig. Auf den Fischer auch. Den Trading Post. Ich mache mal den Trading Post, dann wird der beschleunigt. Okay. SP-Kost. Was ist denn SP? Eine Brauerei habe ich gekauft. Okay. Also, ich glaube, für eine Brauerei brauche ich ja dann aber Weizen. Also irgendwie Getreide. Das habe ich halt noch gar nicht irgendwie. Muss ich mal ein Getreidefeld hier vielleicht irgendwie hinbauen. Das müsste ich ja einfach so machen können, oder? Aber aktuell brauche ich das halt nicht, weil ich habe eh zu viel Essen.
zu viel Nahrung und zu wenig andere Sachen. Mal einmal kurz gucken. Mach mal erstmal nur Planting und dann die Effizienz können wir noch mal erhöhen. Dann können wir noch mal ich erhöhe jetzt die Effizienz, damit wir hier mal erhöhe die Produktivität. Das hat jetzt zwar ordentlich Holz gekostet, aber damit ist der Förster jetzt hier schon mal outgemaxed, hat alles alle Upgrades bekommen, die es gibt. Und sollte jetzt deutlich mehr Holz anpflanzen können, zumindest, weil Holz ist jetzt ja immer das Problem so ein bisschen hier. Ich kann ja auch mal Holz einfach ein bisschen kaufen. Genau, guck mal, dann machen wir das so. Dann, was passiert denn, wenn ich jetzt hier 200 verkaufen will von den Früchten und dann Holz kaufen? Okay, das ist auch alles Teil der Handelsbilanz sozusagen. Na ja, gut, ich kaufe jetzt mal 100 Holz. Wo ist es hin? Wo ist mein Holz? Die Ressourcen kommen erst in 300 Sekunden an. Shit. So, jetzt ist wahrscheinlich Winter. Jetzt ist wahrscheinlich Winter. Jetzt ist Winter. Jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Nahrung erzeugt. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre ja nur realistisch, dass da nicht genauso viel wächst und gedeiht und der See zugefroren ist vielleicht. Oder das Meer. Bei uns ist ja eher hier ein See, also eine Lagune. Würde ich mal sagen. Aber es scheint nicht so zu sein, dass das jahreszeitlich hier schwankt, die Produktion. Also scheint mir okay zu sein. Was ist eigentlich mit den Statistiken? Genau, die haben wir jetzt hier auch freigeschaltet. Income sieht ganz gut aus. Food Usage ist auch gut. Wie viel. Wir haben so viel Nahrung, wir hatten zwischendurch mal ein bisschen wenig irgendwie, aber das, es läuft. Die Marktpreise für Orangen verkaufen wir immer, die sinken und sinken. Es gibt einen Basispreis, also wenn ihr das richtig gesehen habt. Das heißt, es kann jetzt nicht doll fallen, glaube ich, unter einen bestimmten Preis. Kidnap. Drei Citizens. Ich habe eigentlich schon genug Einwohner, ich brauche die eigentlich nicht kidnappen. Na gut, wir haben den Winter erreicht, wir haben es bis hierhin überstanden, wir haben weit über 30 Einwohner, 36 sind's und ja, es läuft wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es am Balancing liegt, vielleicht, dass es jetzt doch ein bisschen einfach ist. Ich habe ja auch genug Geld, ich kann mir jetzt theoretisch alles kaufen, was ich brauche. Das mit dem Holz ist so ein bisschen problematisch, aber zumindest zum Beispiel Stein. Stein läuft eigentlich auch sehr gut. Wir können ja mal hier Stein investieren, um das Ganze noch effektiver zu machen. Also, das dürfte jetzt hier sozusagen auch nicht mehr alle gehen. Jetzt sind nur noch so Sachen wie Medizin und Werkzeuge, diese fortschrittlicheren Sachen. Da haben wir jetzt gerade so ein bisschen noch ein Problem. Aber sobald ich die auch herstellen kann, ist, glaube ich, alles gut soweit. Und dazu kommt es dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen von Kingdoms Reborn. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir spielen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Mir macht es nämlich Spaß. Ich will wissen, was hier noch alles drin steckt im Spiel. Bisher ist dieses Kartenprinzip hier unten eher so ein bisschen nutzlos, finde ich, weil man klickt ja auch häufiger mal eine Karte weg. Also warum es nicht einfach nur ein normales Baumenü gibt. Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt Vorteile groß bringt, das ist mir auch noch, hat sich mir noch nicht so 100% erschlossen. Aber wir spielen jetzt mal weiter. Vielleicht wird das ja auch noch relevanter. Sehen wir ja dann. Ich sag erstmal Tschüss für heute und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!